Hallo zusammen bei 360 Grad. Ja, es wird ja viel eingeweiht in diesen Tagen, in diesen Wochen in der Region, auch und vor allem auf dem Gelände der Bundesgartenschau. Und das gilt jetzt auch in diesen Tagen für diese neu gebaute Jugendherberge. Seit April 2017 hat man hier begonnen. Und wenn man sich das Ganze mal ein bisschen von außen anschaut, dann sieht man natürlich schon, was hier umgesetzt worden ist. Für insgesamt 11 Millionen Euro vom Deutschen Jugendherbergswerk, das Ganze umgesetzt dann als Generalunternehmer von Krupp und Partner. Und damit soll ja nicht nur während der Bundesgartenschau jugendliches Leben hier auf das Gelände Einzug halten, sondern dann natürlich auch anschließend im Stadtteil Neckarburg. Und da tut sich auch eine ganze Menge. Das können wir uns heute mal in aller Ruhe anschauen. Also Spatenstiche, Einweihungen, aber auch Schließungen, das sind alles viele Facetten, die in der Region derzeit hier Furore machen. Jetzt der weitere Klinikabschnitt, wo es den Spatenstich gab am Gesundbrunnen in Heilbronn. Andere Häuser, die trauern natürlich. Wir kennen die Vorgaben auf dem Gesundheitssektor, die dazu geführt haben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich verstehen, dass all diese Themen auch im anstehenden Kommunalwahlkampf eine Rolle spielen werden. Und da suchen manche Protagonisten natürlich einfache Lösungen. Und das kann natürlich auch zu einer Veränderung der Kommunalparlamente im nächsten Jahr führen. Und wie wichtig natürlich auch eine funktionierende Demokratie im kommunalen Bereich ist, das zeigen ja die vielen Projekte in der Region insgesamt, wo überall gebaut wird, aber auch und vor allem hier in und um Heilbronn herum. Und was diese Jugendherberge hier alles ausmacht, das sieht man hier auch auf den Tafeln, verschiedene Aufenthaltsräume, die namentlich benannt sind. Und vor allen Dingen schauen wir uns jetzt auch mal an, wie das Ganze hier auf den Zimmern möbliert wurde. Einladend, modern und schön soll diese Jugendherberge sein. Das sieht man hier schon im Speisesaal. Der Platz bietet für 140 Gäste. Und es läuft schon im Echtbetrieb sozusagen seit einigen Wochen. 1000 Gäste waren schon da. Insgesamt erhofft man sich so rund 40.000 pro Jahr, die hier in diese Jugendherberge kommen sollen. Und da gibt es ja auch weitere Pläne, Anbaupläne, die in jedem Fall von Krupp und Partner realisiert werden. Ob das dann auch für die Jugendherberge weiter Betten zur Verfügung gestellt werden. Das macht man natürlich auch von der Nachfrage abhängig. Aber klar ist natürlich auch, dass während der Bundesgartenschau die Jugendlichen hier mit einer Kombikarte nicht nur in die Jugendherberge hineinkommen, sondern natürlich dann auch das Gelände der Buga bevölkern werden und damit ganz automatisch das Buga-Publikum insgesamt auch etwas jünger wird. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Übernachtungsmöglichkeiten in den 51 Zimmern, davon 12 behindertengerecht. Können wir auch mal einen kleinen Schwenk machen in diese Räumlichkeiten. Und es stehen dann 180 Betten zur Verfügung. Das Ganze als Zweibettzimmer, im meisten Fall als Vierbettzimmer, wie jetzt hier, oder auch manche Sechsbettzimmer. Jeder bekommt eine Karte, wenn er hier in die Jugendherberge kommt, hat damit auch seinen eigenen abschließbaren Schrank. Und so wurde das Ganze jetzt auch schon eingeweiht vor der offiziellen Einweihung sozusagen. Und die bisherige Jugendherberge, die ja am Trappensee beheimatet war, die wurde aufgegeben. Also da ist einiges im Fluss. Übrigens, apropos im Fluss. Im Fluss ist natürlich auch einiges, wenn man bei der Bundesgartenschau in Richtung Eröffnung 17. April im nächsten Jahr blickt. Bekannt ist ja, dass der Bundespräsident kommen wird und er wird dann über diesen Weg von der Innenstadt kommen, denn am Rathaus findet ja dann diese Eröffnungsfeier statt und dann läuft er auf das Gelände und er läuft dann hierher, denn Bundespräsident Steinmeier ist gleichzeitig ja auch der Schirmherr der Deutschen Jugendherbergswerke und er wird 2 Stunden hier verbringen in dieser Jugendherberge, dann auch mit jungen Menschen diskutieren. Also reichlich Diskussionsstoff gibt es in Heilbronn allemal. Es bewegt sich also einiges hier auf dem Gelände. Es wird auch eine Herausforderung für die Jugendherbergsmacher während der Bundesgartenschau, was Anfahrt angeht, was die anderen Buga-Gäste angeht, die vielleicht ja auch hierher kommen wollen und mal eine Kleinigkeit trinken oder sich verköstigen lassen. Was die eigenen Besucher hier angeht, die können auch hier auf der Dachterrasse verweilen und dann natürlich auch den Blick hier über Heilbronn schwenken lassen. Und da sieht man ja viele Projekte, die auch vor der Vollendung stehen, die viel natürlich auch mit der Schwarzgruppe zu tun haben.
Und das betrifft ja nicht nur die Experimenta im Hintergrund, sondern auch vieles, das hier in direktem Umfeld zum Bildungscampus entstehen wird. Und da ist es längst mehr als nur ein Gerücht, dass auch hier unten an der Werft ein weiteres Projekt der Schwarzgruppe entstehen könnte. Und hier auf dem Buga-Gelände sollen ja nicht nur die Jugendherberge für junges Leben sorgen, sondern dann auch noch eine Schule, die ist auch geplant in direktem Umfeld. Also das wird sich dann alles nach der Bundesgartenschau entwickeln. Und wenn man schon auf der Buga ist und vielleicht etwas Schönes erleben möchte im Jahr 2019, dann kann man ja auch hier heiraten, nämlich ganz hier unten, direkt idyllisch am Neckar. Und sollte es mal, wie jetzt im Augenblick, beginnen zu regnen, dann kann die Jugendherbergsleitung auch für Abhilfe schaffen. Denn hier im Haus gibt es einen eigenen Raum, der dann als Standesamt während der Bundesgartenschau genutzt wird. Also insofern, Ja sagen kann manchmal ganz einfach sein. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.